Es ist wirklich ein großes Theater bei der SPÖ. Passend dazu, wenige Meter von der Löbelstraße entfernt, wird heute Gefesselte Fantasie aufgeführt von Ferdinand Raimund. In dem Theaterstück geht es um eine Blumeninsel. Dort herrscht Frieden und dann kommen zwei böse Zauberschwestern und vorbei ist es mit der Ruhe. Man könnte dieses Theaterstück ein bisschen auch auf die SPÖ ummünzen, denn es könnte auch hier Friede und Eintracht herrschen. Allerdings wird hinter den Kulissen schon wieder ordentlich wechselseitig sich Böses ausgerichtet. Man wählt hier die jeweilig eigene Strategie. Es gibt auf der einen Seite das Lager rund um Andreas Babler, den eigentlichen Vorsitzenden. Es gibt aber auch Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland und der möchte in so mancher Hinsicht sein eigenes Süppchen kochen, beispielsweise mit der Asylobergrenze von 10.000. Er hat damit einen alten Vorschlag aus Zeiten von Werner Faymann wieder hochleben lassen. Damals waren es rund 37.000, die man hier auf der Agenda hatte von der Bundes-SPÖ. Hier in der Löbelstraße gab es dazu aber schon ein klares Nein. Zu hören ist auch, dass Doskozil bald wieder seinen Vorschlag einer gesetzlichen Mindestsicherung aufs Tableau bringen könnte. Und das wiederum schmeckt der Gewerkschaft nicht, denn diese hat in der Vergangenheit, wie wir alle wissen, ja eher für Babler Stimmung gemacht als für Hans-Peter Doskozil. Und ein drittes Feld gibt es auch noch, das durchaus für Unruhe sorgt, denn der U-Ausschuss zwischen SPÖ und FPÖ, der ÖVP-Ausschuss, den es gibt, wo man das hier zum Thema Leistungen aus Sicht der beiden der ÖVP auch aufzeigen möchte, der findet vor allem in Wien keine Zustimmung. Doris Burres beispielsweise soll darüber not amused sein. Man wird sehen, wie sich das Ganze auswirken wird, auch auf die EU-Wahlen und auch auf die steirische Landtagswahl, denn Anton Lang, der kämpft darum, sein schlechtes Ergebnis von 2019 nicht zu wiederholen. Damals ist die SPÖ auf 23% abgestürzt, über 6% Minus hat es dort gegeben und da denkt man auch seitens der SPÖ an bessere Zeiten zurück, als noch Franz Wobes die Geschicke in der grünen Steiermark gelenkt hat. Ja, stürmische Zeiten für die SPÖ. Wer an welchem Sessel sägen wird und welche Vorschläge es geben wird in diesem Jahr, wird es wohl nicht langweilig werden. Langweilig wird es auf keinen Fall. Kabale und Liebe kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber die große Feder, die gibt es auf jeden Fall bei der SPÖ. Die Sektion 8, die schlägt sich ja eindeutig ein bisschen auf die Seite von Andreas Babler und gibt ihm jetzt auch noch Rückendeckung, um ihn da in seinen grundsätzlichen Ideologien zu stärken. Stichwort, die fordert jetzt den Parteiausschluss von Alfred Gusenbauer. Was ist denn da schon wieder los? Was kommt da aus dieser Reihe geschossen? Ja, das ist eine Sektion in Wien-Alsergrund, die Revoluzer könnte man sagen, innerhalb der SPÖ im 9. Bezirk. Die kann allerdings keinen Antrag einbringen. Das kann man nur machen, wenn man hier den jeweiligen Bezirk, also in dem Fall den 9. Bezirk, das auf die Agenda setzen lässt. Und das wollen die Sektion 8 Leute auch tatsächlich erreichen. Sie sagen, Alfred Gusenbauer habe zahlreiche Fehlleistungen aufzuweisen in den letzten Jahren. Er habe beispielsweise bei der Signa hier als Berater sehr tätig gewesen. Aber er hat auch als Aufsichtsrat fungiert, er war bei einer prorussischen Organisation auch als Berater tätig und all das würde dazu führen, dass seine Mitgliedschaft bei den Genossen nicht mehr ganz so genossen wird und aus Sicht der Sektion 8 ist daher ein Parteiausschluss auch vonnöten. Babler selbst, der hat immer wieder betont, das sei momentan nicht möglich, das Statut lasse das einfach nicht zu. Jetzt wird dann wahrscheinlich bald ein neuer Anlauf genommen, das heißt auch die Akte Gusenbauer wird die SPÖ weiterhin begleiten. Und das ist sicherlich kein Stimmenmagnet, so viel ist sicher, denn je öfters dieser Name fällt, desto schlechter ist das wahrscheinlich auch für die SPÖ und für die Partei des einstigen Bundeskanzlers.